Ja, hallo zusammen, ich möchte mich gerne noch mal äußern zu dem dritten Tempel, weil die ganze Sache sehr kompliziert ist und für uns Christen aus den Heiden auch sehr schwer zu verstehen ist. Wir müssen unseren Blick da nämlich etwas weiten, und zwar von unserer eigenen Situation weg hin zu den Wurzeln der Gemeinde. Also die Gemeinde Jesu Christi ist, so wie Paulus sagt, ein Tempel im Heiligen Geist. Und zwar deswegen, weil jeder einzelne Christ, der wiedergeboren ist, Gottes Geist in sich hat. Wir werden teilhaftig der göttlichen Natur. Und deswegen ist jeder einzelne Christ ein Tempel, weil Gott in ihm Wohnung genommen hat. Aber Paulus sagt auch, dass die Gemeinschaft aller Christen ein Tempel im Heiligen Geist ist. Er schreibt es an die Korinther auch zweimal und betont das auch sehr deutlich. Wir finden diese Stellen auch öfter in der Bibel, auch Petrus schreibt davon. Sodass wir also sagen können, die neutestamentliche Gemeinde ist ein Tempel im Heiligen Geist. Die Frage ist aber, wo kommt die Gemeinde überhaupt her? Wann hat die Gemeinde Jesu Christi angefangen in der gegenwärtigen Form, so wie wir sie im Moment kennen? Und da müssen wir sagen, die Gemeinde Jesu hat angefangen vor 2000 Jahren in Jerusalem. Denn in Jerusalem ist zum ersten Mal Gottes Geist ausgegossen worden. Und da ist die Gemeinde Jesu Christi, da hat die Gemeinde Jesu Christi angefangen. Gott gießt seinen Geist aus, wir lesen davon in Apostelgeschichte 2. Und Paulus sagt, dass wir Heidenchristen aus Gnade auch angenommen worden sind. Wir sind also in den guten Baum eingepfropft worden. Wieder die Natur. Und es war so, dass die ersten Christen, und zwar in Jerusalem, die ersten Christen waren Juden. Die haben zwar zum Teil geglaubt an den Messias, haben aber gesagt, okay, wir Juden, wir sind jetzt gläubig geworden an den Messias. Jesus war der Messias. Aber dieses Geheimnis des Glaubens und der Wiedergeburt gilt nur für uns Juden. Und zwar eigentlich aus dem Alten Testament raus entwickelt, nur für die Juden, die in Jerusalem sind und nicht für die Heiden. Dass der Paulus gesagt hat, die Korinther, die gehören auch dazu, war ein Skandal. Das war unglaublich für die Juden damals. Und für uns heute ist es unglaublich, dass die Stadt Jerusalem am Ende der Zeit auch nochmal zur Wiedergeburt finden soll. Wir machen denselben Fehler wie die Juden damals. Die haben gesagt, nee, das gilt nur für uns Juden. Ja, wir glauben an den Messias. Aber wenn die Heiden an den Messias glauben, dann müssen die sich beschneiden lassen, dann müssen die das Gesetz Mose halten und so weiter, wie wir auch. Die konnten sich nicht vorstellen, dass auch aus den Heiden Menschen zur Wiedergeburt kommen und auch zur Gemeinde Jesu Christi gehören und damit auch zum Tempel. Die konnten sich auch nur sehr, sehr schwer vorstellen, dass die neutestamentliche Gemeinde jetzt der Tempel ist. Weil viele von ihnen ja noch den Tempel damals gesehen haben und kannten. Der hat ja nach Pfingsten noch 40 Jahre ungefähr gestanden, bis die Römer den dann irgendwann auch zerstört haben. Also man muss sich mal in die Juden reinversetzen und überlegen, was die leisten mussten, wenn die anerkannt haben, dass die Heiden auch dazu gehören und dass der Tempel jetzt nicht mehr der Tempel ist, der in Jerusalem zum Teil ja noch zu ihren Lebzeiten stand, sondern dass der wirkliche Tempel die neutestamentliche Gemeinde ist, und zwar im Geist. Niemand hat das so erkannt und formuliert wie der Apostel Paulus. Niemand. Und das war der große Skandal damals, dass er sagt, die Heiden, die gehören auch dazu. Wir heute machen aber fast den gleichen Fehler. Wir sagen nämlich, dass wir Christen sozusagen, wir gehören zu Jesus Christus, aber dass Jerusalem nochmal wiedergeboren wird, das auf gar keinen Fall. Das kann überhaupt gar nicht sein. Und damit machen wir genau den Fehler in umgekehrter Richtung, wie die Judenchristen des ersten Jahrhunderts nach Christus auch. Wir müssen auf den Paulus hören, so wie die damals auch. Dann verstehen wir, dass in der letzten Zeit, und das ist ein großes Geheimnis, was ich auch im Detail ja ausformuliert habe in meinen Clips über die Wiedergeburt Jerusalems, dass in der letzten Zeit die Stadt Jerusalem erneut, und zwar ganz ähnlich wie zu Pfingsten, zum Glauben an Jesus Christus findet. Das würde bedeuten, dass der Ausgang der Gemeinde des Neuen Testaments, der Anfang in Jerusalem war, und das Ende der Gemeinde wieder in Jerusalem sein wird. Das ist ganz erstaunlich, aber ermöglicht uns plötzlich eine ganz neue Sicht. Man kann dann plötzlich auch verstehen, warum Zacharja, wenn er diese Vision hat von diesem Leuchter und den beiden Ölbäumen,
was der da sieht. Der sagt nämlich, als er, diese, er sieht ja diesen siebenarmigen Leuchter und den Ölbaum links davon und den Ölbaum rechts davon. Und dann fragt der Zacharja, was ist das? Und der Prophet sagt, weißt du nicht, was das ist? Und der Zacharja sagt, nein. So als ob der Engel sagen will zu ihm, Jesaja, du bist doch ein Prophet, du müsstest doch eigentlich wissen, was du da siehst. Und dann erklärt der Engel ihm, das, was du hier siehst, wird nicht durch äußere Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Was geschieht denn durch Gottes Geist? Naja, die Gemeinde Jesu Christi kommt zustande. Und das, was Zacharja dort gesehen hat in seinem Nachtgesicht, war die Leibesgemeinde Jesu. Ja? Die bestand aus dem Ölbaum, das war Israel, speziell Jerusalem. Die bestand aus einem siebenarmigen Leuchter, das sind während der letzten 2000 Jahre die Heidenchristen gewesen. Und am Ende, auf der anderen Seite, stand wieder ein Ölbaum, nämlich wieder Jerusalem. Das ist das, worum es geht. Wenn wir das verstehen, können wir auch verstehen, welchen Tempel der Paulus meinte, als er in 2. Thessalonicher davon spricht, dass der Antichrist sich in den Tempel Gottes hineinsetzt. Man muss diese Worte sehr genau lesen. Der dritte Tempel, so wie er normalerweise heute gesehen wird, dass nämlich die Juden nochmal einen Tempel aufbauen mit alttestamentlichem Ritus, dass angeblich die Steine schon fertig sind und der Leuchter schon fertig ist und die Priestergewänder schon genäht sind. Dieser Tempel ist nicht im Willen Gottes. Warum? Weil der Tempel, in dem jetzt Gott wohnt, im Geist und in Wahrheit schon da ist. Dieser Tempel, den die Juden dann bauen würden, vielleicht, wenn sie ihn denn dann bauen, wäre ja eine Konkurrenz zu dem neutestamentlichen Tempel im Geist und in Wahrheit. Der hohe Priester, der dann dort eingesetzt würde, der wäre doch ein direkter Konkurrent zu unserem hohen Priester. Ja? Die Opfer, die dort geopfert werden würden, wären doch Konkurrenz und fast schon Gegnerschaft gegen dieses große, nein, die sind Gegnerschaft gegen dieses große eine Opfer, was Jesus Christus auf Golgatha gebracht hat. Das heißt, dieser Tempel, den die Juden bauen würden, der dann aus Steinen und aus Holz wohl dann errichtet werden würde und mit einem siebenarmigen Leuchter, die Zeiten sind vorbei. Gott hat sich uns geoffenbart im Geist und in Wahrheit. Und dieser Tempel, den die Juden dann bauen würden aus Steinen und Holz, der ist nicht mehr im Willen Gottes, weil die Opfer, die dort geopfert würden, die würden ja das Opfer Jesu Christi geradezu ungültig machen wollen. Und der hohe Priester, der dort dann eingesetzt würde, vielleicht irgendein Israeli oder Jude, der wäre ein direkter Konkurrent zu unserem Herrn Jesus Christus, zu unserem hohen Priester. Versteht ihr? Dieser Tempel ist nicht, der kann gar nicht im Willen Gottes sein. Jetzt sagt aber Paulus, dass der Antichrist sich in den Tempel Gottes hineinsetzt. Das heißt, Paulus spricht von einem Tempel, der Tempel Gottes ist, den Gott wohl anerkennt. Also kann es nicht ein Tempel sein, den die Juden errichten, sondern es muss der Tempel sein, von dem Paulus spricht, im Geist und in Wahrheit. Jetzt assoziiert aber jeder, und da liegt unser Denkfehler, jetzt assoziiert jeder die neutestamentliche Gemeinde aus den Heiden. Und dann kommen wir in eine Sackgasse. Weil ja Paulus ganz offensichtlich sagt, dass der Antichrist sich in einen physischen Tempel hineinsetzt. Ja, natürlich. Aber wir sagen ja, aber die neutestamentliche Gemeinde in den Heiden, das ist ja kein physischer, das ist ein geistlicher Tempel. Genau. Wir suchen also einen Tempel, der physisch und geistlich gleichzeitig ist. Und dieses Geheimnis kommt zustande, wenn die Stadt Jerusalem an einem Tag wiedergeboren wird und zum Glauben an Jesus Christus kommt. Versteht ihr? Das ist dann sowohl ein physischer Tempel, weil das ist die Stadt Jerusalem. In deren Mauern wird das passieren. Warum? Na, weil das schon mal passiert ist. Und zwar zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Ich sage also gar nichts Neues. Ich verweise nur auf das, was wir schon kennen. Wir haben ja schon davon gelesen, dass Gott in diesen Mauern seinen Geist ausgegossen hat. Damals ohne Belagerung, ohne Geburtswehen, wenn man so will. Und am Ende der Zeit wird Gott seinen Geist wieder dort ausgießen in Jerusalem, genau wie wir das schon kennen. Und dann wird Jerusalem der dritte Tempel sein, habe ich mal in einem Video gesagt. Aber ich muss das spezifizieren. Dann wird Jerusalem der Abschluss des dritten Tempels sein. Denn der Beginn dieses wahrhaftigen dritten Tempels im Geist und in Wahrheit geschah wo? In Jerusalem. Wann? Vor 2000 Jahren. Zu welchem Ereignis? Zum Pfingstereignis. Dann ging dieser Tempel von Jerusalem weg. Das Land Israel wurde zerstört und zerstreut unter alle Völker, so wie Gott es vorher gesagt hat. Und der geistliche dritte Tempel, der dann da ist, ist die Gemeinde Jesu aus allen Nationen. Wir dürfen jetzt nicht denselben Fehler machen wie die Juden.
Wir müssten Jerusalem gönnen, von Herzen gönnen, dass diese Stadt auch ihren König und Messias Jesus Christus erkennt. Und das wird kommen. Und dann haben wir einen Tempel, der sowohl physisch ist, nämlich lokal zu bestimmen in Jerusalem, und der geistlich ist, weil die Menschen, die da drin sind, wiedergeboren sind. Gottes Geist beseelt sie. Ja? Also wenn der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzt, dann muss das ja ein Tempel sein, den Gott anerkennt. Und diesen Tempel, in Anführungsstrichen, der dann in Jerusalem in der Endzeit entstehen wird, wenn diese Stadt zur Wiedergeburt findet, die ist sehr wohl im Willen Gottes. Denn das ist neutestamentliche Gemeinde. Aber jetzt knackt es wieder bei uns im Kopf. Wir können uns nicht vorstellen, dass neutestamentliche Gemeinde in Jerusalem sein soll. Wir denken, Jerusalem wird Gottes Stadt sein, ja, im tausendjährigen Reich. Weil wir übersehen, dass da mit dieser Stadt noch etwas passiert. Und das ist das Neue und das ist auch der Grund, warum ich mir diese Mühe gemacht habe, über die Wiedergeburt Jerusalems so viele Clips zu machen und das aus der Bibel raus auch zu entwickeln und zu zeigen. Weil diese Kenntnis über die Wiedergeburt Jerusalems uns plötzlich ein großes Licht gibt, um den dritten Tempel zu verstehen. Also nochmal, der dritte Tempel, wie er allgemein verwendet wird, der also diesen jüdischen Tempel meint, der angeblich nochmal in Jerusalem aufgebaut werden soll, der ist da gar nicht gemeint, weil der nicht im Willen Gottes ist. Es kommt aber ein Tempel, in Anführungsstrichen, in Jerusalem in der letzten Zeit, wenn diese Stadt wiedergeboren wird. Ich müsste noch anders sagen, es ist ein dritter Tempel. Der ist da. Und zwar im Geist und in Wahrheit, begonnen in Jerusalem, ausgebreitet auf alle Welt, zu allen Menschen, die zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus, und der seinen Abschluss findet in Jerusalem in der Endzeit, wenn diese Stadt zur Wiedergeburt kommt. Genau wie in der Apostelgeschichte auch. Das heißt, da schließt sich dann der Kreis. Und dann sehen wir, dass dieser dritte Tempel ein geistlicher Tempel ist. Und dann können wir auch verstehen, warum Paulus in 2. Thessalonicher sagt, dass der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzt, in einen Tempel, den Gott anerkennt. Das heißt, der Antichrist ist ein politischer Herrscher, sehr, sehr ähnlich wie Antiochus Epiphanes. Kein Römer. Rom können wir vergessen. Es ist unglaublich, für mich war es auch sehr erstaunlich, das zu finden in der Bibel. Aber Daniel erwähnt Rom an keiner Stelle. Es gibt keine Stelle in Daniel, die Rom auch nur erwähnen würde. Wir müssen diese Linien verfolgen, die Daniel uns führt, die Gott uns führt in seinem Wort. Und die führen zu den Seleukiden, speziell zu Antiochus Epiphanes. Und dieser Antiochus, der wird in der Endzeit wieder auftreten als ein okkulter, teuflisch-dämonisch besessener politischer Herrscher, der dort zu ungeahnter Größe heranwachsen wird, der Jerusalem belagert und bei dieser Belagerung dazu führt oder durch diese Belagerung führt Gott das dahin, dass die Stadt zum Glauben an Jesus Christus kommt. Dann wird in Jerusalem das neutestamentliche Evangelium verkündigt und dann kommt eine zweite Belagerung und der Antichrist fällt in die Stadt ein und tötet die wiedergeborenen Christen. Ja? Und das ist das, was Paulus sagt, wenn er sagt, der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich selbst als Gott aus. Jetzt wird es schwierig. Um das zu verstehen, müsst ihr unbedingt die Clips anschauen von der Wiedergeburt Jerusalems, weil das sonst nicht verständlich ist. Aber für die, die es schon gesehen haben, die Menschen, die in Jerusalem wiedergeboren werden, die beschreibt Zacharja in Kapitel 12. Und er sagt, dass das Haus David und die Bürger Jerusalems den sehen werden, in den sie gestochen haben. Wer ist der, in den sie gestochen haben? Naja, der Gekreuzigte, Jesus Christus. Jesus sehen kann man aber nur, wenn man Gottes Geist hat. Anders geht's nicht. Wer sieht denn Jesus Christus? Das Haus David und die Bürger zu Jerusalem. Warum können die den Gekreuzigten sehen? Weil die wiedergeboren sind. Wann denn werden die wiedergeboren? In der Endzeit. Und hier verstehen wir plötzlich, was Zacharja tatsächlich mit diesen Zeilen, mit diesen Versen auch meint. Und diese beiden, das Haus David und die Bürger Jerusalems, das sind die zwei Zeugen. Das ist schwer zu verstehen, oder? Das glaubt mir niemand. Das müsst ihr aus der Bibel nachvollziehen. Bitte, also alle sagen, die zwei Zeugen, das sind Gesetz und Evangelium oder Mose und Elia. Und ich kenne die Auslegungen alle.
Aber wir haben in Gottes Heilsgeschichte 12 Stämme Israels und 2 Zeugen. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Also bitte dieses Video anschauen da über die 2 Zeugen. Wir finden die 2 Zeugen auch noch an anderer Stelle im Alten Testament. Ich will das hier abkürzen. Es klingt, ich weiß das, ungewöhnlich und unglaublich. Aber man kann das aus der Bibel sehen. Das Haus David und die Bürger Jerusalems werden wiedergeboren, sehen den Gekreuzigten, weinen um ihn, wie man weint um einen erstgeborenen Sohn, haben einen offenen Brunnen wieder die Sünde und Ungerechtigkeit und Unreinigkeit. So sagt Zacharja. Zacharja beschreibt Wiedergeburt. Da erkennt jemand den Gekreuzigten. Da weint jemand über seine Sünde. Und er weint über den Erstgeborenen, das ist Jesus Christus. Und er hat einen offenen Born wieder die Sünde und Unreinigkeit. Zacharja beschreibt neutestamentliche Wiedergeburt im Alten Testament. Großes Geheimnis. Ja? Und diese beiden, das Haus David und die Bürger Jerusalems, das sind die 2 Zeugen. Und davon schreibt Offenbarung 11. Und diese 2 Zeugen werden wiedergeboren. Denn die liegen nachher tot auf der Gasse der Stadt, in der auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Ihr Herr ist gekreuzigt worden? Ja, wer? Jesus. Aber dann ist ja Jesus der Herr der 2 Zeugen. Ja. Ja, dann sind die ja Christen. Ja. Dann sind die ja wiedergeboren. Ja. Ja, wie kommt denn sowas? Naja, das hat Zacharja ja schon vorhergesagt. Da schließt sich der Kreis. Das ist für uns sehr schwer zu verstehen, weil darüber niemand predigt, weil die Wiedergeburt Jerusalems bislang nicht bekannt war und weil das langsam erst so in unser Denken hineinfindet. Ja? Diese beiden Zeugen, das Haus David und die Bürger Jerusalems, das sind Gruppen, das sind keine einzelnen Personen, das ist eine Gruppe. Und die beschreibt Zacharja, es ist das Haus David und die Bürger Jerusalems. Warum? Weil die Stadt Jerusalem wiedergeboren wird. Das ist das, worum es geht. Und diese 2 Zeugen, die verkündigen das Evangelium Jesu Christi der ganzen Welt als ein letztes, großes, mächtiges, gewaltiges Zeugnis des Evangeliums Jesu Christi in großer Kraft und Dynamis. Die können Feuer vom Himmel fallen lassen. Niemand kann die schädigen. Wenn jemand die schädigen will, dann geht Feuer aus ihrem Mund. Die werden 3,5 Jahre lang das Evangelium verkündigen als letzte große leuchtende Fackel, so sagt Offenbarung 11, der ganzen Welt brennend mit dem Öl des Ölbaums. Gigantisch. Und die Welt wird sich ärgern darüber. Die wird sie hassen dafür. Aber niemand kann sie überwinden. Aber wenn sie ihr Zeugnis geendet haben, dann wird das Tier, das aus dem Meer aufkommt, der Antichrist, sehr wahrscheinlich aus Damaskus, führt jetzt aber zu weit, ich zeichne mal die Linien, ihr müsst die Clips anschauen. Ja? Dann wird der Antichrist Jerusalem wieder angreifen und wird das Haus David und die Bürger Jerusalems, die beiden Zeugen, töten. Und ihre Leiber liegen dann tot auf der Gasse der großen Stadt, in der auch ihr Herr gekreuzigt ist. Das ist das. Und der Antichrist setzt sich dann in diesen Tempel, in diese Stadt Jerusalem rein und gibt sich aus, als sei er Gott. Er setzt sich in den Tempel Gottes. Das ist die Stadt, die wiedergeborene Stadt Jerusalem. Er belagert die Stadt, er bekämpft die Stadt, er besiegt die Stadt, er bricht in die Stadt ein und tötet das Haus David und die Bürger Jerusalems, die bisher niemand überwinden konnte. Niemand, ja? Sagt ja Offenbarung. Und der Antichrist, der sagt, seht ihr, die konnte niemand überwinden. Allein ich konnte das. Ich habe sie getötet. Es gibt keinen Gott außer mir. Ich bin Gott. Das ist der Grund, warum der Antichrist Antichrist heißt. Jesus kam ja auch nach Jerusalem und hat gesagt, ich bin Gott, Gottes Sohn. Ja? Aber er sagt, es kommt jemand anders in seinem eigenen Namen und den werdet ihr annehmen. Das meint Paulus, wenn er sagt, der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, als sei er Gott. Ja? Und er sagt, die beiden Zeugen, die konnte niemand töten, die waren unüberwindbar. Aber ich konnte das. Ich bin Gott. Und deswegen ist er der Gegenchristus, der Antichristus, der Anstattchristus. Das ist der Grund, warum der so genannt wird. Von Paulus übrigens nicht. Ja? Paulus sagt, das ist der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens, ja, oder der Sohn der Sünde. Paulus nennt ihn nicht Antichrist. Johannes nennt ihn in seinen Briefen den Antichristen. Ja? Das ist auch der Grund, warum in Offenbarung 11 steht, davon, dass Johannes den Tempel messen soll. Ja? Und die darin anbeten. Welchen Tempel denn? Keinen jüdischen Tempel, der mit Steinen und mit Holz gebaut würde. Ja? Denn in diesem Tempel wird angebetet. Und zwar tatsächlich angebetet.
Johannes konnte 90 nach Christus, als er die Offenbarung geschrieben hat, nicht mehr von einer jüdischen Anbetung sprechen. Die konnte er nicht mehr anerkennen. Der konnte nur noch eine Anbetung anerkennen, und zwar die im Geist und in Wahrheit. Wenn er also sagt, wenn Johannes schreibt, dass er den Auftrag bekommen hat, Johannes, misst den Tempel und die darin anbeten, dann kann das nur neutestamentliche Anbetung im Geist und in Wahrheit sein. Die Anbetung Jesu Christi, wo denn? Im Tempel. Wo? Wer ist denn der Tempel? Jerusalem. Ja, natürlich. Den Vorhof aber wirf hinaus, denn er ist den Heiden gegeben. Wer ist denn der Vorhof? Nordisrael, das nördliche Reich Israel. Dieses Reich ist den Heiden gegeben. Welchen Heiden denn? Das sind die Heidenvölker, die mit dem Antichristen Israel angreifen und besiegen und überrennen. Ja? Den Vorhof wirf hinaus. Ganz Israel ist wie die Stiftshütte, wie der Tempel aufgebaut. Der Vorhof ist Israel. Das Heiligtum ist Jerusalem, Juda. Das Allerheiligste ist Jerusalem, der Tempel, der wiedergeboren ist. Und der Altar, das ist Golgatha. Das ganze Land Israel ist aufgebaut wie die Stiftshütte. Das meint Johannes in Johannes 11. Und wir müssen diese Verse geistlich verstehen. Nicht jüdisch, irdisch, ja? Nicht wörtlich, sondern im Geist und in Wahrheit. So wie die Urgemeinde verstehen sollte, dass der Tempel in Jerusalem seine Gültigkeit verloren hat. Dass es einen neuen Tempel gibt, nämlich die Gemeinde Jesu. So müssen wir auch die Worte von Johannes verstehen, wenn er von dem Tempel schreibt, von dem Vorhof, der den Heiden gegeben wird, von dem Tempel, der Jerusalem ist. Und in diesen Tempel, da wird der Antichrist einbrechen. Das heißt, wir müssen diese Dinge geistlich deuten. Und dann verstehen wir, dass der dritte Tempel nicht ein Tempel ist, den die Juden bauen, irgendwann in der Endzeit, sondern dass dieser dritte Tempel schon seit Pfingsten existiert. Und ganz leise aufgebaut wird, und zwar ausgehend von Jerusalem über die Nationen Christen, und seinen Abschluss findet am Ende der Zeit wieder in Jerusalem. Dieser Tempel ist ein geistlicher Tempel, und den sieht überhaupt nicht jeder. Den sieht nur der, der wiedergeboren ist. Dieser Tempel wird wie der salomonische Tempel ganz still und ganz leise vorbereitet. Ja? Der salomonische Tempel, da wurden die Steine im Steinbruch vorbereitet und waren alle fertig. Und als es soweit war, wurde der Tempel in Fertigbauweise zusammengesetzt. Man hat auf der Baustelle keinen Hammerschlag gehört. Das ist ein Bild für das, wie der geistliche dritte Tempel seit 2000 Jahren zustande kommt. Wir müssen die Dinge deuten, im Geist und in Wahrheit. Und nicht jüdisch verstehen. Ja? Wenn Johannes in Offenbarung 11 einen Tempel gemeint hätte, einen dritten Tempel, den die Juden in der Endzeit errichten, und wenn in Johannes steht, dass Johannes die messen sollen, die im Tempel anbeten, dann muss man sich mal überlegen, wenn die in diesem angeblichen dritten Tempel aus Holz und Steinen, den die Juden bauen, tatsächlich anbeten, können die nur Jesus Christus anbeten. Anders geht's nicht. Wenn die aber Jesus Christus anbeten, dann können die doch keinen hohen Priester mehr bestellen. Dann wissen die doch, dass der hohe Priester Jesus ist. Dann können die doch keine Opfer mehr dort opfern, weil dann wissen sie doch, dass das einmalige Opfer Jesu Christi alle Opfer erfüllt und aufgehoben hat und nur noch allein gültig ist. Ja? Das heißt also, auf einen dritten Tempel, den die Juden bauen in der Endzeit, kann man diese Aussagen aus Johannes, dass er die messen soll, die dort anbeten, die kann man da gar nicht drauf anwenden. Das knackt und bricht und knattert und knastert, aber das passt vorne und hinten nicht zusammen. Ja? Der Schlüssel, um das alles zu verstehen, ist die Kenntnis darüber, dass die Stadt Jerusalem am Ende der Zeit wiedergeboren wird. Das klingt für uns vollkommen fremd und neu, aber es ist so. Bislang haben wir immer gedacht, dass die Stadt Jerusalem im tausendjährigen Reich nochmal eine Rolle spielt. Aber das war zu kurz gedacht. Die Stadt Jerusalem wird am Ende der Gemeindezeit auch nochmal eine Rolle spielen als der Ort, wo die Gemeinde Jesu abgeschlossen werden wird. Ihr Anfang war dort und ihr Ende wird dort sein. Und diese Kenntnis über die Wiedergeburt Jerusalems ändert vollkommen unsere Sichtweise fürs Neue Testament. In einer guten Weise, in einer biblischen Weise. Nicht in einer sektiererischen oder spekulativen Weise, sondern das sind harte Fakten, worüber wir hier sprechen, die uns aber bisher nicht bekannt waren, die man entwickeln kann aus dem Alten Testament, aus Sacharja, aus Jesaja 7, aus dem Buch Micha, ganz, ganz viele Stellen, aus Daniel heraus, bis ins Neue Testament, in die Endzeitreden Jesu, in 2. Thessalonicher 2, bis in die Offenbarung, hat diese Kenntnis über die Wiedergeburt Jerusalems einen solch maßgeblichen Einfluss, dass wir diese endzeitlichen Dinge komplett neu durchdenken müssen. Dann aber mit Licht.
und dann schließen sich die Kreise und dann werden diese Dinge alle verständlich. Also diese lange Rede jetzt mal vorausgesetzt und hier auch abgeschlossen. Niemand weiß, wann Jesus wiederkommt. Das weiß niemand. Es lohnt sich auch nicht zu rechnen. Es lohnt sich auch nicht, komplizierte Rechnungen anzustellen. Das weiß niemand. Das sagt die Bibel deutlich. Das weiß nicht mal der Sohn. Das weiß allein der Vater im Himmel. Wissen auch nicht die Engel im Himmel. Wir wissen das auch nicht. Ja? Es macht keinen Sinn, das zu rechnen. Trotzdem sagt Jesus, dass es Zeichen geben wird, Signale geben wird, die zu deuten sind. Wenn die kommen, dann weiß man, dass es nicht mehr lange hin ist. Ja? Er sagt zum Beispiel in seiner Endzeitrede, wenn der Feigenbaum Blätter trägt, dann wisset, dass das Ende nahe herbeigekommen ist. Aber was heißt denn der Feigenbaum? Was heißt denn Frucht bringen? Ha, Frucht kann man doch nur im Geist bringen, oder? Na, natürlich. Ja? Wenn Jerusalem wiedergeboren wird, dann wisst ihr, dass es nicht mehr lange hin ist. Das meint Jesus damit. Und die Generation, die das sehen wird, die wird nicht sterben, bis es alles erfüllt ist. Weil es dann nur 3,5 oder vielleicht längstens 7 Jahre dauert. Und dann ist alles erfüllt. Die Generation, die sehen wird, dass Jerusalem wiedergeboren wird, das wird an einem Tag geschehen, die kann sich ein Kreuzchen im Kalender machen, weil 1260 Tage später wird der Antichrist in diesen geistlichen Tempel hineingehen, wird die Menschen dort töten und wird dann 3,5 Jahre herrschen. Da gibt es nochmal Details, führt jetzt zu weit. Und dann kommt der Herr wieder. Das ist das, worum es geht. Und ich finde das wunderschön, wenn man das so deuten und so sehen kann. Die Kenntnis der Wiedergeburt Jerusalems ist der Schlüssel für das alles. Und wisst ihr, wo das anfängt? Nicht in der Offenbarung. Und auch nicht in Spekulationen oder Nachdenken über Daniel oder über andere prophetische Sachen. Nicht im Überlegen der neuen Weltordnung und des Antichristen und diesem ganzen Zeugs, was da so transportiert wird im Internet. Das ist alles nicht der Anfang. Der Anfang für diese Erkenntnis ist, und da freue ich mich sehr drüber, Johannes 3. Das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus, wo Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Wenn man den Text durchdenkt, müsst ihr euch die Clips ansehen, dann fängt man an nachzudenken, dann fängt man an zu suchen. Wenn Gott Gnade gibt, dann findet man und dann kommen diese ganzen Dinge alle ins Rollen. Und der Anfang für diese ganzen Sachen, die so schön sind, die manchmal schwer zu verstehen sind, aber ein Wissen ist, was Gott uns zeigt, ja? Vielleicht kommt der Herr bald. Der Anfang dafür ist zu den Füßen Jesu. Der Anfang für diese ganze Erkenntnis ist nirgendwo anders als zu den Füßen Jesu. Nicht in Daniel, nicht in der Offenbarung, nicht in Endzeitclips im Internet, nicht in irgendwelchen Spekulationen über irgendeinen fiktiven Antichrist. Der Beginn der Erkenntnis über die Wiederkunft Jesu beginnt zu den Füßen Jesu. Ist das nicht schön? Ich finde das so schön, das ist so richtig. Ja, das ist so richtig. Johannes 3, hinsetzen, mit Nikodemus hinsetzen, lauschen. Was sagt der Meister? Was sagt der Herr? Auf Jesus hören, nachdenken, nicht dumm sein. Dumm ist schon die Welt. Ja? Nicht töricht sein, nicht aggressiv sein. Hinhören, nachdenken, schweigen, Mund halten und dann lesen, die Bibel lesen, forschen, beten. Herr, gib mir Licht für dein Wort. Und dann verstehen, wo die Wiedergeburt im Alten Testament ist, nicht in Hesekiel. Das ist eine falsche Fährte, das ist ein hilfloses Argument, um diese so drängende Frage irgendwie zu beantworten. Die Wiedergeburt ist im Alten Testament immer in Verbindung mit Jerusalem zu finden. Siehe, die Jungfrau, die Tochter Zion, die wird schwanger und die wird gebären. Und das ist die Wiedergeburt Jerusalems. Da begann alles zu Pfingsten. Da ist Jerusalem zum ersten Mal wiedergeboren worden, ging zu den Heiden und am Ende der Zeit wird diese Tochter Zion im hohen Alter von 2000 Jahren nochmal gebären, nochmal Wiedergeburt erleben. Das glaubt niemand. Abrahams Frau Sarah ist ein Bild dafür. Im Alten Testament. Sarah war im hohen Alter durch Gottes Gnade noch die Gnade zuteil, ein Kind der Verheißung zu gebären. Und die Tochter Zion wird im hohen Alter von 2000 Jahren noch einmal gebären, noch einmal Wiedergeburt geben. Und dann ist der dritte Tempel abgeschlossen. Und dann fangen diese Dinge an zu laufen. Ich erwarte, damit schließe ich, für die Endzeit eigentlich zwei Dinge. Das erste ist das Auseinanderbrechen des Staates Israel in ein Nord- und in ein Südreich. Und das zweite ist die Wiedergeburt der Stadt Jerusalems. An diese beiden Dinge
da halte ich mich fest, das ist das, was die Bibel uns zeigt. Noch mehr eigentlich an diesem Tag der Wiedergeburt Jerusalems. Aber einige Zeit vorher wird Israel auseinanderbrechen. Das klingt ungewohnt, es war aber im Alten Testament immer schon so. Also nach Salomo war die Reichsteilung und dieser Staat Israel hatte immer eine ganz seltsame Struktur, ein Nordreich und ein Südreich, oder? Ja, natürlich. Und so wird es wieder kommen. Warum das so ist, findet ihr in dem Clip. Die Teilung Israels müsst ihr euch anschauen, wenn ihr Interesse habt daran, entwickle ich das auch so und zeige auch diese Strukturen, wie die im Alten Testament waren und sich durch die Geschichte durchziehen, in Daniel erwähnt werden, bis in die Endzeit. Das war jetzt eine lange Rede, ja. Aber das Thema ist wichtig. Und ich freue mich darüber, dass die Bibel uns diese Signale gibt. Ich glaube, dass der Herr kommt, wenn die Bibel sich so öffnet, wenn Gott uns sein Wort so zeigt. Bei dem allen sollen wir als Christen keine Angst haben. Da kommen harte Zeiten, da kommen heftige Zeiten, das ist so. Und wir werden für unseren Glauben sicher auch noch den ein oder anderen Nachteil erleiden müssen und vielleicht auch noch unter Druck kommen. Das mag sein, ich will das überhaupt nicht verschweigen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben. Gott ist in ihr drinnen. Für uns Christen ist alles geregelt. Luther sagt, wenn morgen die Welt untergeht, pflanze ich heute noch ein Apfelbäumchen. Das ist so. Und daran halten wir fest, an unserem Herrn Jesus Christus, an seinem Wort und an seiner Wahrheit. Für uns ist alles gut. Ja? Wir sollen die Zeit auskaufen. Sagt den Leuten vom Evangelium, sagt den Leuten, dass sie gerettet werden müssen, sagt den Leuten, dass sie an Jesus glauben sollen, ja? An das Wort der Wahrheit. Wenn sie das nicht tun, gehen sie verloren. Ja? Und um gerettet zu werden, ist es wichtig, den Mann vom Kreuz zu kennen. Ich höre jetzt wirklich auf. Ich danke sehr fürs Zuhören. Ich gehe morgen in Urlaub. Ich mache jetzt hier auch aus und schließe alles ab. In 2,5 Wochen bin ich dann wieder erreichbar. Freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Vielleicht guckt ihr in der Zwischenzeit die Clips. Ich wünsche euch allen Gottes Segen, viel Licht in der Bibel, viel Glaubensmut, Glaubenstrotz und immer einen offenen Himmel und einen Blick auf unseren Herrn Jesus Christus. Amen.